Danke, dass du durchkamst, Nasi. Ja. Schon einiges zu sagen, aber später vielleicht. Ja, das ist jetzt nicht der richtige Moment. Ansonsten bedanke ich mich für alle eure Briefe und eure Affirmationen, eure Psalme, die ihr mir geschickt habt, die Gedichte und Bilder, die mir gemalt worden sind. Ich habe aus aller Welt Post gekriegt. Das war wirklich toll. Also die anderen Gefangenen guckten schon immer neidisch, wenn der Postbote kam. Ja. Aber ich habe ihn dann vorgelesen und dann war okay, dann haben sie sich solidarisch gezeigt. Also von den Mithäftlingen, die haben sich komischerweise gestern schon bei mir verabschiedet, als wenn sie was geahnt hätten. Ich habe gesagt, ich glaube es erst, wenn ich draußen stehe, vor dem Gebäude. Da bin ich jetzt.